Ja, ich bin dämlich. Dämlich, dämlich, dämlich. Und darum gibt es heute Space Engineers. Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Space Engineers. Und warum ich das gerade gesagt habe, ganz einfach, ich habe gerade 40 Minuten Tare aufgenommen, was ich euch ja versprochen hatte. Und hat bei Open Broadcaster aber zum Testen wegen Tare mal kurz einfach schlecht die Aufnahmen Stream-Vorschau-Taste gedrückt. Und ja, deswegen habe ich gar nichts aufgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt noch ein Video für heute produzieren, also heute ein Video produzieren, weil sonst komme ich wieder noch weiter ins Hintertreffen, als ich schon eh bin. Wenigstens ein Video und dann muss ich gucken, dass ich diese Aufnahme von Tar wiederhole. Geil. Hätte ich dieses Video gemacht und das andere, hätte ich jetzt ein bisschen mehr im Voraus produziert und hätte dadurch vielleicht eine etwas spanntere Woche, aber okay. Dann halt nicht, dann muss der Leiter halt mehr produzieren. Nein, ich mach's ja gern, also so ist ja nicht. Und so können wir uns jetzt auch um den kümmern. Space Engineers haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, also beziehungsweise hat jetzt immer wieder eine kleinere Unterbrechung gegeben. Lag nicht daran, dass ich keinen Bock auf Space Engineers habe, lag einfach daran, dass ich andere Spiele hatte, die ich gern zeigen wollte. Und dementsprechend, ja, Space Engineers so ein bisschen ins Hintertreffen geriet, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Spiel funktioniert und nicht sich endlos tot lädt, weil die Map zu groß ist. Das wäre jetzt ziemlich traurig, Spiel. Bitte. Ach nö. Kann sein, dass wir gleich wieder ein Schwarzbild bekommen. Und dann muss ich eine neue Map suchen. Ich suche schon mal eine neue Map. Ach Mann, 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 Mann. Oh. Oh. Oh, es hat geladen. Oh, ist das Business hier. Oh Gott, ist die Map groß. Warum lade ich mir eigentlich immer sowas runter? Oh Gott, ist das riesig. Ja. Kaum zu glauben, ne? Dass das so hart leckt, aber. Also jetzt muss man halt sagen, hier wird halt jeder Block wird halt physikalisch. Das ist genau das Problem, was diese Blockspiele halt haben. Dadurch, dass jeder User selbst was kreieren kann, muss halt es so individuell alles berechnet werden, dass die Physik noch funktioniert. Und bei so einem aufwendigen Spiel wie dem hier, wo die Physik halt echt gut ist, das wird halt jeder Block wahrscheinlich wirklich einzeln permanent berechnet, auch wenn er zusammenhängend ist. Und dementsprechend hängt das Ganze wie affig, weil solche riesen Gebilde halt wahnsinnig viele Blöcke haben. Sieht aus, ist das eine Stadt, die hat so eine Steinstadt, die er da reingebaut hat. Aber oh, wie cool wäre das denn? Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil hinter mir ein Schlüssel runterfallen lassen wurde. Oh, wie cool ist das denn? Oh, da kann man sogar rein. Hi. Ich glaube, man sollte hier aber nicht rein. Oh, lass mich wieder raus. Ah, wie cool. Das ist bestimmt so eine Stadt oder so, so eine. Ach, cool. Ey, wow. Wow. Moment, was ist da? Halt. Wie das aussieht? Was ist denn das? Kennt das hier? Irgendwie sagt mir das Aussehen. Also ich kenne das nicht. Ich habe viel zu wenig Weltraumfilme als Kind geguckt, fällt mir auf. Ich bin so unwissend. Was seid ihr? Beine? Warum? Okay, Chatback. Oh, Chatback außen an. Man hat jetzt einen Sound. Cool. Ah. Okay. Moment, hier kann man was machen. Die beiden sind nicht aus Spaß da, kann das sein? Was sind die doch aus Spaß da? Ich meine, die sind ja nicht gedockt. Wow, ich glitsche durch die Wände. Was ist denn hier los? Boah. Okay, ich lade mir keine von diesen großen Maps mehr runter. Nur noch kleine Jäger-Maps, genau. Wäre voll cool, wenn es Adventure Maps in Space Engineers irgendwann gäbe. Oh, ich will die sofort let's playen. Hui, alles laggt und ruckelt. Warum sind hier überall Beine? Verstehe das nicht. Okay, aber hier kommt man wahrscheinlich. Oh doch, da kommt man bestimmt raus. Ah. Hä? Ich glitsch hier voll durch dieses Teil hier durch. Ja, aber hier nicht. Nur am Rand. Hä, warum bin ich da jetzt durchgeglitscht? Ah, ich weiß, wofür wahrscheinlich die Beine sind, um diese Schräge zu erzeugen, die da ist. Deswegen glitsche ich auch so komisch, weil das ist ja eigentlich nicht. Kann man das bauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil doch, das natürlich mit ganz viel schrägen Blöcken könnte man das bauen. Aber hier auch so?
Also so im Kreis schräg? Ich weiß es nicht. Ging das? Würde das gehen? Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. So, es ist ja kein 90-Grad-Winkel, der da im Kreis geht. Also müssten das alles einzelne Tafeln sein, die er da hingebappt hat. Wie cool wäre das denn? Wow. Gehen wir mal aus der Ferne. Das sieht echt cool aus. Ich weiß nur leider überhaupt nicht, was es darstellen soll, aber es sieht echt cool aus. Wäre jetzt cool, mit einem Jäger da irgendwie reinzufliegen, aber das würde zu hart laggen und ich habe keinen Bock, einen Jäger jetzt noch zu bauen. Hätte er mir einen hingestellt, hätte ich es vielleicht gemacht, aber so nicht. Wir können höchstens versuchen, das Spiel zu crashen, indem wir. Hey. Nicht? Hallo? Okay. Ich kann das nicht kopieren. Guck mal, wenn ich mich wegdrehe, 60 FPS. Wenn ich mich hindrehe, 20 FPS. Sehen wir mal, wie so ein Spiel arbeitet. Sobald es ins Bild reinkommt, geht meine FPS hoch. Interessant. Runter. Juh, gut, das war schon wieder ein kurzes Space Engineers Videos, was? Nächstes Mal gucke ich, dass ich wirklich was Interessantes runtergeladen bekomme, wo man auch ein bisschen rumfliegen kann und so. Wie gesagt, ihr könnt mir immer noch Empfehlungen und so geben, jederzeit in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light, over and out.